Beim heutigen Training von Borussia Mönchengladbach war nicht nur der Zuschauerbereich gut gefüllt, sondern zum Glück auch wieder der Rasen. Denn bis auf Yuki Otsu, der noch nicht vor den Olympischen Spielen zurückgekehrt ist, ist die Fohlenelf wieder komplett. Kapitän Philipp Dahms hat seinen grippalen Effekt überstanden und mischte heute ebenso wieder voll mit wie Ruhl Brauers. Und selbst Neuzugang Peniel Mlappa konnte knapp 2 Wochen nach seinem Bänder- und Kapselriss wieder teilnehmen. Das Training fiel heute besonders intensiv aus, denn das war eine der letzten Einheiten vor dem Testspiel am Wochenende. Für die Fohlen steht am kommenden Samstag nämlich ein Match gegen den englischen Premier League-Club Norwich City an. Die Fans sind sich sicher, dass der Gegner von der Insel zu schlagen ist und dass Testspiele wie dieses wichtig sind. Ich würde mal sagen, ein Sieg für Gladbach und dass Favre schon die endgültige Mannschaftsaufstellung da präsentieren wird. Ich denke, dass wir ein positives Ergebnis erzielen können. Man weiß ja, dass Vorbereitungsspiele nicht allzu wichtig sind, aber ich denke, dass sie für den Zusammenhalt des Teams und für die Einstellung sehr wichtig sein können. Ja, also ich denke schon, dass es eine gute Erfahrung ist, mal international ein Testspiel zu haben. Und ich denke, Gladbach wird gute Leistung bringen gegen einen mittelmäßigen Gegner. Das Match gegen Norwich wird für die Favre-Elf eine weitere Chance sein, internationale Luft zu schnuppern, bevor es dann beim Europapokal und in der Champions-League-Qualifikation richtig losgeht.